So, hallo euch allen. Wir sind beim nächsten Solo-Battle. Und zwar spielen wir mit unseren Dallas Cowboys gegen das Team der Baltimore Ravens. Wir spielen zu Hause, also hier im AT&T Stadium in Austin. Und wir eröffnen das Spiel mit dem Kickoff. So, an der 3-Yard-Linie Return gestartet. Entschuldigung, das sind nicht die Baltimore Ravens, das ist eines der Fantasy-Teams, die wir hier dort haben. Es geht in Richtung Fledermäuse, die Bats quasi, die wir hier jetzt spielen. So, wir schauen erstmal in unsere Einstellungen hinein, richten unsere Defense wieder so aus, wie wir das gerne haben. Jetzt schauen wir, was unser Coach uns anbietet. Im ersten Versuch blitzen wir Thundersmoke. Carson Wentz ist der Quarterback. So, wir switchen wieder auf die Marcus Lawrence, wie immer. Wenig Druck auf den Quarterback, aber es war eh nur ein Lauf. Todd Gurley. War ein Lauf, aber wirklich für plus minus null. Walls, einer von den Cornerbacks, hat ihn hier tackeln können, bevor er Yards machen könnte. So, jetzt gehen wir in eine Zone Defense, eine Cover 3. Zwei Backs im Backfield. Vollständiger Pass, sofort getackelt von Sean Lee. Und haben wir einen dritten Versuch und 6. Das sieht wirklich so ein bisschen aus wie eine Fledermaus, was wir auf dem Helm haben. Schönes Design. Sieht sehr gut aus. Wir gehen in eine Cover 4. Eigentlich nicht der pfiffigste Spielzug. Aber wir schauen mal, wir gehen momentan noch so ein bisschen alles durch. Was Herrn Wentz gefällt und was nicht, das hat ihm nicht gefallen. Verteidiger war aber auch dran. Walls war direkt an dem anvisierten Receiver dran. Und damit 3 and out. Wir bekommen den Ball zurück. Wir bekommen ihn zum ersten Mal nicht zurück, sondern wir haben eben den Kickoff durchgeführt. Und den Mann kennen Sie schon, Primetime, Deion Sanders. Der gibt direkt mal Gas. Im ersten weicht er noch aus. So bekommen wir den Ball in hervorragender Feldposition. Wir beginnen an der 41-Yard-Linie. Auch hier kurze Einstellung, also Ballcarrier einstellen. So. So. Wir spielen konservativ, das heißt erstmal das Laufspiel versuchen zu etablieren. Laufspiel über die Innenseite links, das sieht gut aus. Allerdings kommt da der Blitz auch noch über die linke Seite, das heißt ich switche sofort rüber in einen Passspielzug. Keine Chance. Sharp war sehr gut gedeckt, da hatte ich wirklich Angst rüber zu werfen. Wollte damit über einen Rollout mir ein bisschen Platz verschaffen. Keine Chance. 2. und 17, da sieht man es nochmal, hier vorne, hier unten in der kurz vor der 50-Yard-Linie, da war Sharp kurz frei, da wollte ich werfen, aber da war der Verteidiger schon an mir dran. Wir haben einen zweiten Versuch und richtig lang, 2. Versuch und 17. Ich bleibe mal auf dem Boden, ich werde einen Toss über die Außen probieren. Über die rechte Seite. Ich bekomme einen Block, Spin-Move von Elliott. Und dann ist er schon zu Boden gebracht. 3 Yards hat er gemacht. Er gibt einen 3. Versuch und 14. Wir gehen in die Frequent hinein. Ja, 3. und lang, wissen wir alle. 4 Verticals. Ja, eben habe ich mich so über das 3 and out gefreut. Und jetzt stehe ich selber kurz davor, hier eins auf den Rasen zu legen. Ich gehe auf Schlag. Sehr gute Verteidigung. Da ist wirklich der Verteidiger ist an meinem Terrell Owens hängen geblieben. Ja, die Feldposition hat uns mal dreimal nichts genutzt. Wir punten den Ball. Schauen wir, wie gut oder wie schlecht. Fair Catch an der 19-Yard-Linie. Also wenigstens den Kampf um die Feldposition, den haben wir aktuell gewonnen. Da kommt Carson Wentz wieder auf das Feld. Wir machen mal ein bisschen Druck mit einem Corner Blitz. Also dieses Mischding sehen wir hier wunderbar. Die
vorderen Spieler werden blitzen, die hinteren Spieler machen eine Zone Defense. Den spiele ich ganz gerne, weil er recht eigentlich. Wow, unfassbar. Wie Wentz da diesen Tackle-Versuch einfach abgeschüttelt hat. Der hat sich ja nicht mehr bewegt. Ganz stark gemacht von Wentz. So, wir haben einen zweiten Versuch und 8. Wir nehmen die Cover 3. Um halt jetzt hier die First Down Markierung hauptsächlich zuzumachen, gleichzeitig aber auch nach hinten abgesichert zu sein. Kein Druck auf. Oh, wie ist denn da an mir vorbeigekommen? 3. und 8. Wir haben, glaube ich, genau das zugemacht, wo er hinwerfen wollte. Auf die Positionen an der First Down Markierung. Wir gehen in eine Cover 4, also mehr auf Nummer sicher, mehr den ganz langen Raumgewinn verhindern und dafür gegebenenfalls das First Down zulassen. Ah, dann werde ich aus dem Block rausgelassen. Aber wir müssen aufpassen hier, das ist keine gute Entwicklung. Neuer erster Versuch an der 39-Yard-Linie, noch 13 Sekunden auf der Uhr. Ich weiß nicht, ob wir da noch einen Spielzug sehen werden. Wir gehen in eine Cover 3. Ich glaube, in der Cover 3 werde ich hier auch bleiben. 3. Spielzug wird noch durchgeführt. Todd Gurley durch die Lücke. Schöner Drive bis dato. 2. und 2. Die stehen kurz vor der Mittellinie. So, mein Coach möchte blitzen. Und wir machen es nicht. Wir bleiben bei der Cover 3, diesmal in der Match-Variante. Wentz ist sehr stark im Moment. Und schwer zu tackeln, das haben wir ja eben gesehen. Der war incomplete. Das war, glaube ich, kein vollständiger Pass. So ist es. 3. und 2. Oben bleibt stehen. Das heißt, sie sind immer noch weiterhin an ihre 46-Yard-Linie. Wir bleiben bei der Cover 3. Runs direkt hinterm Center. Ja, Frühstart. Ich bin zu früh gestartet. Aber es hätte fürs First Down hätte dieser Pass auch gereicht. Offside. Defense. Ja, das war ich. Guten Tag, mein Name ist DeMarcus Lawrence. Ich habe gerade einen Frühstart hingelegt. So, damit sind sie über die Mittellinie. An der 49-Yard-Linie. Neues First Down. Das habe ich wirklich abgeschenkt. Ärgerlich. Ich habe mich von dem Hardcount wirklich ins Boxhorn jagen lassen. So, 2009. Komm, wir werden es nochmal versuchen. 2009 Overstorm Brave Blitz. Chuck Gurley konnte ich nicht tackeln. Das gibt's ja nicht. 3. und 10. Wir sind kurz vor dem 2-Minute Warning. Und ich wähle die Temperatur aus, weil bei den letzten beiden. Den Dead Wentz nicht mehr ausspielen, glaube ich. 3, 2, 1, 2-Minute Warning. Weil er immer auf die Außen gegangen ist. Ja, ich bin bei meinem Coach. Ich bleib bei der Cover 3. Ich mach die First Down Markierung, die mache ich dicht. Oh, Wentz zum ersten Mal verrückt, da waren beide Ends an ihm dran. Zwar kein Sack, aber so viel Druck, dass er nicht vernünftig werfen kann. Und damit endet dieser Drive hier an der Mittellinie. Ich rechne jetzt mal nicht damit, dass hier gefaked wird. Also ich versuche. Das war, glaube ich, nichts an Return. So, wir bekommen den Ball zurück an unserer 20-Yard-Linie. Wir haben noch 1,47 auf der Uhr. Wir haben noch alle drei Auszeiten.
Mein Coach möchte werfen. Mein Coach möchte werfen. Dann schauen wir doch mal an, mit was er werfen möchte. Wir versuchen mal den Screen. Eben haben sie beim ersten Versuch viel Druck gemacht. Den versuchen wir jetzt mal mit dem Screen vielleicht zu umgehen. Boah, da kommen ganz viele, habt ihr gesehen? Trotz alledem, da hatte ich 4 Vorblocker und keiner kümmert sich um Jones. So, wir haben einen zweiten Versuch und 12. Ich muss jetzt schon wieder aufpassen, dass der Drive nicht gleich endet. Ich bleibe beim Passspielzug. Ich möchte jetzt noch ein paar Yards gerne machen. Hearns geht jetzt in Motion. Die spielen eine sehr gute Defense. Sehr, sehr gute Defense. 3. und 10. Sie nehmen eine Auszeit. Natürlich, sie hoffen jetzt, uns zu stoppen. Wenn ich hier jetzt gleich punten muss, habe ich eine, salopp gesagt, sehr beschissene Feldposition. Eben war der Forward, doch, wir bleiben bei dem Forward, ein Stick. Ist für ein 3. und Down und 10 zu, die Gefahr, dass ich zu kurz bin. Es kommt ein Blitz auf über die linke Seite. Ich werde versuchen, auf meinen Tight End auf Sharp zu gehen. Der kann den Ball nicht festhalten. Incomplete Pass. Ich werde hier defensemäßig extrem unter Druck gesetzt. So, 2. Drive wieder. 3 and out. Da habe ich Glück, dass der Returner Todd Gurley an der Stelle hier wirklich blöd gespielt hat. Da hat er ganz viel Platz gehabt, nachdem er mir ausgewichen ist. So, wir haben einen ersten Versuch an der 35-Yard-Linie. Wir bleiben in der Cover 3. Das wird hier ein ganz dickes Brett. Mein Gott. Da kommt man sich auf ein entspanntes Footballspiel und dann sowas. Nein, das ist ja das, was wir wollen. Das ist ja schön so. Kein Fumble, incomplete Pass. Der Receiver hatte noch nicht die vollständige Kontrolle des Balls, aber knallharter Tackle von Sean Lee. Wir bleiben bei der Cover 3. Also ist jetzt definitiv ein komplett Defense dominiertes Spiel, was wir hier sehen. Der ist vollständig. First down, über die Außen. Kurz vor der Mittellinie. Das ist schon mit einem gewissen Risiko verbunden, was Carson Wentz hier macht. Da auf die Außen zu gehen. Aber der Erfolg gibt ihm recht. Neues First Down. Wieder kein Druck. Wieder der Pass auf die Außen. Aber der Komplett wird als vollständig gegeben. Damit sind sie jetzt an der 36-Yard-Linie. Sie dominieren hier dieses Spiel im Moment. So, ich gehe auf eine Cover 2. Ich möchte jetzt diese Pässe auf die Außen, will ich jetzt unterbinden. Der war incomplete. Diesmal war die Außen gut gedeckt. Wentz hatte keine Chance. 2. und 10. Ich switche jetzt in die Tampa 2. Ihr seht dann schon, die Außenlinie ist gut gedeckt. In der Mitte bin ich offen wie ein Scheunentor, wenn er lang gehen sollte. Das heißt, ich muss unbedingt schaffen, Druck auf den Quarterback auszuüben. Das gelingt. Vollständiger Pass und das sah nach einem neuen First Down aus. Ja, mein! Da fehlen noch ein paar Zentimeter. Wir haben ein Third and Inches. Ich bleibe bei der, wie es hier vorgestellt, die Cover 2. Einfach weil ich ja weiß, dass Wentz gerne auf die Außen geht. So, jetzt bin ich sehr gespannt. Ganz wichtiger Versuch. Todd Gurley kommt aus dem Backfield, hat den Ball. Neues First Down an der 14-Yard-Linie. Jetzt muss ich hoffen, dass ich hier nicht noch einen Touchdown kassiere. Wir gehen in eine Cover 4. Noch 21 Sekunden auf der Uhr. Wieder kein Druck auf Carson Wentz. Und dann laufe ich vorbei. Das gibt es nicht.
Mann, Mann, Mann. Also ich bettel ja förmlich um den Touchdown. So, wir gehen in eine Cover 3. Oh, jetzt habe ich die Cover 2 genommen. Die Hard Flight ist aber jetzt hier in der Fall, in dem Fall auch nicht schlimm. Weil in der Mitte macht das jetzt mein Linebacker auf die längere Distanz dicht, hoffe ich. 7 Sekunden, das letzte Timeout. Sie gehen nicht auf das Field Goal, sondern sie werden einen schnellen Pass in die Endzone probieren. Boah, dreiste Nummer. 7 Sekunden vor Schluss, da musst du als Coach auch Eier in der Hose haben. Das ist ein Sack, ist das Spiel in der Halbzeitpause. Allerdings, wir waren ja und den Würfel drüber, 2 Sekunden auf der Uhr, jetzt kommt die Field Goal Unit. Ich bekomme keinen Druck aufgebaut auf Carson Wentz. Jetzt kommen gleich die ersten Punkte, ist wahrscheinlich im Spiel. Versuche zu blocken. Das klingt. 3:0 auf dem Scoreboard. Wir sind in der Halbzeit. Wir bekommen den Ball als erstes und jetzt müssen wir wirklich mal einen Drive hinlegen. Return aus der eigenen Endzone heraus. Wir returnieren trotzdem. Kommen bis zu 28, hat uns also 3 Yards gebracht, nicht abzuknien. Erstes Down. So, jetzt wundert euch nicht, ich werde passen. Erster Versuch, Double Slants. Ich will jetzt, ja, das ist ein Solo-Battle, das kann ich also nicht nochmal spielen. Wenn ich das verloren habe, habe ich es verloren. Und meine Receiver fangen keine Bälle. Ganz schlecht. Auch von Terrell Owens hier, also sieht nicht gut aus, sieht nicht gut aus. Zweiter Versuch und 10, wir gehen in den Texas-Spielzug hinein. Habe ich eigentlich überhaupt schon eine Completion in diesem Spiel gehabt? So, Owens im 1 gegen 1, da ist er drin, da bekommt er von mir auch den Ball, hat den Ball, hält ihn fest. Jetzt haben wir die, oh, wir hatten doch schon welche. Ganz kurze, aber jetzt hier, erster Versuch und 10. Wir haben wirklich mal einen Pass an den Mann gebracht. So. Ich will das Laufspielzug nicht komplett vernachlässigen, deswegen jetzt Halfback Power. Und durch die Mitte. Das sieht ganz gut aus. Da bleiben wir bei dem Spielzug. Tanken uns jetzt durch. Und machen Yards. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Schöner Start. 2. und 4. Sieht auch jetzt mal nach einem Drive aus. So, wir gehen in den Community-Bereich hinein. Aber ich bleibe erstmal beim Lauf durch die Mitte. Halfback Dive. Achte aber sehr genau, welche Defense-Formation ich hier jetzt sehe. Aber das sieht gut aus. Da kommt auch kein Blitz. Dann gehen wir durch die... Boah, ungeblockt kommt der Middle Linebacker durch und rammt mich in den Boden. Lawrence Taylor. Mein Gott, der hat wehgetan. Schon mal weh, beim Zugucken hat der schon wehgetan. So, wir haben einen dritten Versuch und 4. Wir werden den Drive aus, damit ich gegebenenfalls auf meine Sicherheitsfunktion, in diesem Fall Hearns, gehen kann, der dann hoffentlich die fehlenden Yards macht. Wir gehen auf Hearns, er kommt rüber und wir haben das First Down. Dafür hat er allerdings keinen Kopf mehr. War ja erster Versuch an der 46-Yard-Linie. Wir sind über die Mittellinie drüber. Wir laufen jetzt über die Außen. Die haben wir, glaube ich, noch gar nicht groß angetestet. Über die rechte Seite. Da kommt ein Blitz über die linke Seite, aber das kann er ja ruhig, weil wir laufen ja über die rechte Seite. Einen kurzen Block. Schöner Spin-Move von Elliott hier. Noch ein Spin-Move ange... Oh, da ist er nochmal wieder durch. Ein riesen Lauf. Bis an die 14-Yard-Linie. Vielleicht war das der Spielzug, den wir gebraucht haben. Wir bleiben beim Lauf über die Außen. Elliott bleibt auf dem Feld. Wir laufen wieder über die rechte Seite. Wieder kommen schöne Blocks, wieder der Spin-Move von Elliott und er kommt schon wieder fast an das First Down heran. Sehr schön, auf einmal funktioniert ein Ground Game, das ist doch sehr schön. So.
Weil mein Ground Game funktioniert, gibt mein Coach mir jetzt. Gehen wir in den Community-Bereich rein. Zweites Down und 3 und bekommen meinen Passspielzug. Wir wählen Texas aus. Ich schaue an, wenn Owens 1 gegen 1 geht, ist er auf jeden Fall eine Option. Sharp geht über die Mitte. Ola Vale, mein Fullback, als weitere Option. Mein Fullback ist frei. Bekommt von mir den Ball. Ganz kurz. Dritter Versuch und 1. So, jetzt läuft die Zeit runter. Das dritte Quarter endet. Also wir haben hier ein sauenges Spiel. Ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn ich gleich einem vierten und 1 gegenüberstehe. Wir wählen den Stick-Spielzug aus. Versuchen also durch die Luft in die Endzone zu kommen. Hearns, mein Receiver, Elliott im Backfield als Sicherungsoption. Sharp zusätzlich als Tight End auf dem Boden. Ich gehe auf Sharp Interception kurz vor der Endzone. In dem Spiel läuft alles gegen mich. Wieder war es Taylor. Ganz schlecht gemacht. Also Sharp war nicht, dass der gedeckt gewesen wäre, aber Taylor kam da gerade so schnell an. Noch ist nichts verloren, aber das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Das Field Goal hätte es mindestens sein müssen. So, wir blitzen. Wir versuchen jetzt endlich mal Druck auf Wentz auszuüben. Der Ball kommt trotzdem an. Wieder über die Außen. Zweiter und 5. So, was stellt mein Coach mir vor? Eine Cover 3 in der Sky-Variante. Bisschen mehr auf die Außen gehen. Wieder kein Druck auf Wentz. Jetzt erst. Da ist keiner außen. Ein zweiter Verteidiger kommt zur Hilfe. Dann erst das Tackle. Wir haben einen dritten Versuch und 2. Also es behagt mir gar nicht, Carson Wentz blitzen. Nicht beim. Der geht so schnell auf die Außen. Ich habe jetzt einen Cover 3 gewählt. Wir lassen die Uhr schon weit runterlaufen. Also schon Clock Management. Schneller Pass. Vollständig. Der Receiver rennt los. Sind über die Mittellinie. Sind sie am 2-Minute Warning. Das sieht nicht gut aus für uns. Das sieht nicht gut aus. So. First down. Ich muss jetzt auf Risiko gehen, an der Smoke. Ich versuche zu blitzen und Carson Wentz unter Druck zu setzen. Schöner Hard Count. Todd Gurley kaum zu tackeln. Zweiter und 8. Ich nehme an, ich muss eine Auszeit nehmen. Das geht. Ich habe jetzt gerade echt mit mir gehadert. Ich muss eine nehmen. Wir nehmen den Overstorm Brave, also auch im zweiten Versuch einen Blitz. Im dritten Versuch werde ich dann auf eine Zone Defense umschalten. Wieder Man in Motion. Oh, wieder eine Lücke. Mein Gott, Todd Gurley gibt aber auch Gas. Die sind uns einfach gnadenlos überlegen. Dritter und 3. Schaffen sie das First Down, ist das Spiel vorbei. Wir nehmen den Edge Sting, versuchen also die Mitte zuzumachen, weil sie jetzt in den letzten beiden Spielzügen immer über Gurley gegangen sind. Immer über die Mitte. Wieder über die Mitte. Keine Chance. Wer ist nicht aufzuhalten, Todd Gurley. Ja, damit ist das Spiel vorbei, weil ich habe keine Auszeiten mehr. Sie können jetzt die Uhr runterlaufen lassen, könnten sogar schon aufs Knie. Wir sind im Solo-Battle, läuft die Zeit, glaube ich, schneller runter. Ich weiß noch nicht, ob das hundertprozentig schon reicht, aber ich habe wenig Hoffnung, dass wir in dem Spiel nochmal zurückkommen können. Da läuft einfach kein Druck auf den Quarterback, die Mitte ist ein offenes Scheunentor. Ganz, ganz schlecht. Nächster Blitz, ich bin jetzt nur noch am Blitzen. Ich versuche irgendwie hier noch etwas herauszuholen. So, wir lassen die Uhr komplett runterlaufen. Wieder Lauf durch die Mitte und wieder ist meine Defense nicht in der Lage, ihn zu stoppen. Dritter und 2. So, wir bleiben beim Blitz. Ja, da seht ihr jetzt, wie die Uhr runterläuft. Das ist schon die Victory Formation.
So, sie werden noch, ne, das Field Goal werden sie gar nicht mehr probieren. Ja, wir wissen alle, woran es gelegen hat. Die Interception kurz vor der Endzone. Wir haben verloren.